Die Credit Suisse hat sich in etwas mehr als zwei Wochen von einer angeschlagenen Bank zu einem Übernahmekandidaten entwickelt. 1.6 Die Credit Suisse steckt in einer historischen Krise. Eine Übernahme durch die UBS steht bevor. An den Börsen lösten die Äußerungen von Bloomberg Panik aus. 20 Minuten Marco Zanger. Darum geht es. Die Zukunft der Großbank Credit Suisse ist noch ungewiss. Nach einem weiteren Milliardenverlust und einem Investitionsabbruch aus Saudi-Arabien brach der Aktienkurs ein. Nun könnte die UBS die Credit Suisse für ein Jahrhundert übernehmen. Die Credit Suisse steckt in einer schweren Krise. Es hat massive Verluste gemacht. Und Kunden haben seit Monaten Geld abgehoben. Im vierten Quartal 2022 verzeichnete die Bank Netto-Neugeldabflüsse von gut 110 Milliarden Franken. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr zogen Kunden Gelder in Höhe von rund 123 Milliarden Franken ab. Milliardenverlust und saudische Absage. Der Börsenwert ist innerhalb von 12 Monaten um mehr als zwei Drittel auf rund 8 Milliarden Franken gefallen. Während Blütezeit der Bank Mitte 90er Jahre war die Bank zeitweise mehr als 110 Milliarden Franken wert. Die staatliche saudische Nationalbank unterstützte die Bank Ende 2022 mit einer Kapitalspritze und hält seitdem fast 10% der Anteile und ist damit größter Anteilseigner der angeschlagenen Bank. Seine Äußerungen lösten Panik an den Börsen aus. Die Silicon Valley Bank ging pleite nach der Pleite der Silicon Valley Bank in Kalifornien. Verkauften Investoren massenhaft Anteile an Banken. Die Aktien der angeschlagenen Credit Suisse stürzten ab. 2007 betrug der Aktienwert noch 96 Franken. Auch der ehemalige Top-Aktionär der Credit Suisse, Harris Associates, hat alle seine Aktien verkauft. Die Nationalbank springt ein. Die SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht haben angekündigt, die angeschlagene Credit Suisse mit bis zu 50 Milliarden Franken zu unterstützen. Die ersten Gerüchte über die UBS-Übernahme kursieren trotz eines milliardenschweren Hilfspakets. Steht die Credit Suisse weiter unter Druck? Die ersten konkreten Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch die UBS kommen auf. In der Schweiz beraten Banken, Behörden und Regierungsmitglieder unter großem Zeitdruck über die Rettung der angeschlagenen Großbank. Der US-Investmentriese BlackRock soll Interesse haben an den Übernahmegesprächen, nimmt laut Finanzportal Bloomberg auch der Ex-Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand, teil. Heute ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender des US-Investment-Giganten BlackRock. Es wird vermutet, dass BlackRock an einer CS-Übernahme oder an Teilen der schwankenden Bank interessiert ist. Bundesrat tagt erneut. Der Bundesrat steht unter erheblichem Druck, die Situation zu stabilisieren. Denn die Credit Suisse gehört zu den 30 global systemrelevanten Banken, deren Ausfall das internationale Finanzsystem erschüttern würde. Das Vertrauen der Kunden ist komplett weg. Der Geldabfluss ist immens. Mehrere internationale Banken haben ihre Geschäfte mit der Credit Suisse eingeschränkt. Auch der Kredit der Nationalbank von 50 Milliarden Franken nutzt nichts. Alle haben Angst vor dem Zusammenbruch, heißt es in dem Artikel. Offizielle Details der Landesregierungssitzung sind nicht bekannt.
Unklar ist auch, ob sich weitere Teilnehmer der historischen Runde anschließen werden. Bleiben Sie über Business-Themen informiert, wenn Sie die Benachrichtigungen des Business-Kanals abonnieren. Sind Sie immer bestens über Entwicklungen in der Geschäftswelt informiert? Erfahren Sie dank Service als Erster, welcher Chef mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihre Arbeit bald von einem Roboter erledigt wird. Hier den Wirtschaftsschub abonnieren. Sozialen Medien, Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter.